So, wir spielen heute mal Battlefield Bad Company 2. Ich habe jetzt mal alle Prozesse geschlossen, damit es nicht hakt, denn ich habe die Grafikstufe jetzt auch nicht auf Höchstes gestellt. Ich will einfach nur, dass es nicht hakt am Ende und ich hoffe, das kann ich jetzt auch erreichen. Ja, eigentlich sind wir ja nicht so die Let's Player. Das letztes Mal ist völlig fehlgeschlagen, dieses Alpha-Protokoll, das war ja sozusagen nur angespielt. Ich hatte ja geschrieben, das wird ein Walkthrough. Aber, ja, angespielt haben wir es dann. Ich habe ein bisschen hier schon gespielt, also die erste Mission. Deswegen fangen wir hier nicht ganz von vorne an. Das ist auf Deutsch. Und, ja. Ich finde es eigentlich jetzt nicht so schwer, es ist eigentlich recht einfach, das Spiel. Ist doch nicht zu glauben, dass du schon wieder durch ein Minenfeld fährst, Haggard. Ihr seid doch alle dämlich. Hey, die formieren sich da unten. Werden wir uns mal über diese überaus langweiligen Dialoge einfach mal anhören. Kein Problem. Wir sind da in drei. Grafisch gesehen, für das Jahr, in dem es rauskam, ich bin mir jetzt nicht sicher, welches es war, aber ich finde Grafik, wenn man sie ganz hoch einstellt, eigentlich okay. Wenn man sie tatsächlich auf höchstes einstellt, sind die Texturen eindeutig besser als bei einem Spiel wie Brink. Beziehungsweise Brink. Aber es ist halt nicht, es hat halt nicht so die Qualität von so richtig neuen, realistischen Spielen, die, da kannst du dann einfach nicht mithalten. Das war der reinste Magie, Sarge. Hältst mir den Rücken frei. Du stirbst nicht auf meiner letzten Mission. Ja, Marlo. Unser Mann ist ganz allein, wenn wir uns nicht beeilen. Was mich wundert ist, es gibt hier so ein Fail. Immer, wenn die den Satz schon gesagt haben, kommt immer beim nächsten Satz erst der Untertitel. Das ist wirklich ein bisschen komisch, aber naja. Es kommt ja aufs Spielen dann, nicht auf die Kackdialoge. Wir müssen uns mit dem befassen. Früher oder später? Früher. Also früher. So, ich denke mal, jetzt geht's los. Los. Ah, eine vernünftige Waffe. Oh mein Gott, das sind Grafikfails. Was passiert hier? Oh mein Gott, was ist das? Ich hoffe, jetzt nur so am Anfang. Ich werde mal eben, ja, also ich habe ein bisschen runtergestellt, die Texturen und so weiter. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Aber Pech. Man kann auch tatsächlich Waffen aufheben. Unser Mann wird seinen Kontakt jetzt treffen. Wir gehen in Position. Da wird wohl einer gerade voll niedergemetzelt. Im Visier. Archangel, hier ist Bravo 2. Ich habe ein Fahrzeug und ein mögliches Schlüsselziel. Ah, die Waffen sehen irgendwie recht neu aus, irgendwie. Ich dachte mal, das handelt irgendwie in so einem Nachkriegszeit, Zweiter Weltkrieg oder so, aber... Archangel, er bitte Eliminierungserlaubnis. Sarge. Archangel, er ist mobil. Bravo 2, Angel, nicht schießen! Ich hatte ihn. Warum haben wir den Bastard gehen lassen? Du hast erst jemanden, wenn ich dir sage. Und jetzt komm runter. Deine Zeit kommt noch. Archangel, Ziel ist weg. Fahrzeug noch vor Ort. Bravo, Drexel. Die Stadt ist feindlich. Sichert das Fahrzeug. Habe verstanden, Archangel. Out. Ihr habt ihn gehört. Okay. Okay. Auch nicht schon wieder so ein scheiß Fehler, ja. Yeah. Das nervt, ja. Ich stehe mal noch eins runter, ja.
Ich habe echt keinen Plan, woran das liegt. Beim letzten Mal, als ich das angespielt habe, die erste Mission, da war das überhaupt nicht. Da lief eigentlich alles super glatt. Da konnte ich sogar auf höchster spielen. Soll ich die jetzt erlegen? Ah, ich will hinter die Mauer, ich will hinter die Mauer. Hier gibt's keine Mauer. Hier gibt's keine Mauer. Oh, shit. Das war knapp. Was ist das Fass? Ich wollte eigentlich das Fass abschießen. Preston. Manometer. Wow. Also ich bin im Moment in solchen Szenen immer total sprachlos. Ja. Soll ja auch ein Let's Play sein, ich soll ja hier kein Review geben. Deswegen sage ich jetzt mal nicht, was ich so über die Waffen und so finde. Alter, das nimmt gar kein Ende, ey. Oh, nö, Mann. Und wir sind tot. Nicht peinlich. Und hier werden wir erst wieder gespawnt. So, dann werde ich gleich mal die Taktik. Thank you.
warte hier immer noch auf den... Ah, da ist er ja. Wenn man vom Teufel spricht, du. Das Teil geht ab. Da war er down. Oh, und jetzt kommt schon wieder diese Grafikfehler. Ah. Nein, X-Nicke wollen aufheben. Nein. Geil, dass die Sounds